41. Ich eröffne die Aussprache. Die gesamte Redezeit der Fraktion beträgt nach der Geschäftsordnung 32 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. Erster Redner ist der Abgeordnete Roland Magerl von der AfD-Fraktion. Geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können es nicht oft genug betonen, wie wichtig und wertvoll für uns das ehrenamtliche Engagement der bayerischen Bürgerinnen und Bürger, vor allem im Bereich der Rettungsorganisationen und der Feuerwehr ist. Nur von schönen Worten können sich diejenigen, die für andere ihr Leben riskieren, nichts kaufen. Das wissen Sie alle und das weiß auch die Staatsregierung. Deshalb gibt es über den Katastrophenschutz Mittel für die Ausbildung. Wir haben Regelungen für die Freistellung und so weiter. Wichtig ist aber, wir haben drei große Feuerwehrschulen. Wir haben das Zentrum für Sicherheit und Ausbildung der Bergwacht und bald das Zentrum für besondere Einsatzlagen in Wienisch-Eschenbach. Übungsmöglichkeiten, die Ehrenamtliche, aber auch Profis brauchen, um sich für Einsätze vorzubereiten. Und der Freistaat honoriert dies natürlich und schießt hier viel Geld zu, weil er die Wichtigkeit erkannt hat. Feuer, Erde und Luft decken die drei Ausbildungsbereiche ab. Aber das Wasser fehlt. In Geretsried soll jetzt ein Übungsdamm entstehen zur Ausbildung der Deichwehr. In Bad Tölz können Sie immerhin zwei Wochen im Jahr die Hubschrauberrettung aus Gewässern in der Halle üben und in Wienisch-Eschenbach, nun ja, die Waldnab können Sie an guten Tagen einfach mit hochgezogener Hose durchlaufen. Aber was ist mit Strömungsrettung? Was ist mit Bootsmanövern in überfluteten Gebieten? Was ist mit der hochgefährlichen Rettung von Menschen aus Wehranlagen? Und was ist mit der Ausbildung von Rettungstauchern? Übungsmöglichkeiten leider größtenteils Fehlanzeige. Wasserwacht Bayern und DLRG können das entweder gar nicht oder nur eingeschränkt üben. Und egal ob Simbach, Passau oder Deckendorf, wir sind immer wieder in Bayern mit Situationen konfrontiert, in denen wir sehr gut ausgebildete Einsatzkräfte brauchen. Die haben wir, zum Glück. Aber wir als Freistaat sind es unseren ehrenamtlichen Wasserrettern und Feuerwehren schuldig, hier eine gute und geeignete Übungsmöglichkeit zu schaffen. Ein Zentrum für Wassergefahren, in dem man gefahrlos das Retten aus Wehranlagen üben kann, in dem man Bootsmanöver in überfluteten Orten üben kann, in dem auch Taucher einmal in überflutete Häuser können und so weiter. Gerade die Spezialisten unter den Wasserrettern müssen trainieren können. Um so ein Zentrum wäre europaweit einmalig. Ein Leuchtturm mehr für unseren Freistaat. Verstecken Sie sich jetzt nicht hinter den Kosten oder fehlenden Haushaltsansätzen. Bei 65 Milliarden Euro werden sich ja irgendwo noch 25 Millionen Euro für dieses Zentrum finden. Auch ein Nachtragshaushalt kommt noch. Und liebe Klimahysteriker, da Sie ja fast mit dem Klimawandel und dem Abschmelzen der Pole rechnen und die Meeresspiegel dann so weit steigen, dass der FC Bayern schon vorsorglich eine Arena in Form einer Arche, eines Schlauchbootes nach Fröttmann hingestellt hat, denken Sie mal darüber nach, ob Sie nicht für unser Zentrum stimmen sollten. Immerhin kennt Ihnen auch das Wasser bald bis zum Hals stehen und Sie qualifizierte Hilfe brauchen. In diesem Sinne lassen Sie uns gemeinsam etwas für unsere Haupt- und Ehrenamtlichen tun, die im Bereich der Wasserrettung aktiv sind. Sie haben es verdient und sind jeden Cent wert. Vielen Dank. Nächster Redner